Täglich fahren rund 330 Fahrgäste in Hannover mit den Stadtbahnen an ihr Ziel. In der Stadt spielt der ÖPNV eine wichtige Rolle. Tag ein, Tag aus fahren wir zur Arbeit, zur Schule oder Freunden. Angesichts des Klimawandels ist dabei eine klimafreundliche Mobilität von besonderer Bedeutung. Hand in Hand für die Natur, unterwegs für ein besseres Klima. So lautet das Motto der Üstra-Betreiber des öffentlichen Nahverkehrs in Hannover. Na gut, wir stehen ja in direkter Konkurrenz zum Auto, zum Fahrrad und zum Fußgänger. Und da müssen wir natürlich einiges bieten. Und wenn wir dort nichts machen, aber im Auto tut sich einiges, verlieren wir vielleicht irgendwann mal den Anschluss. Und es ist für uns eigentlich auch ein wichtiges Werbeargument zu sagen, dass wir umweltfreundlich sind. Und darüber kann man schon den einen oder anderen Kunden gewinnen. Doch darauf hat sich die Üstra nicht ausgeruht. Neben Spritspar-Coaching der Fahrer und vielen mehr trägt die Üstra ihren Beitrag zum Klimaschutz mit der Verbesserung der Verkehrsmittel selbst bei. So sind die Stadtbahnwagen wahre Klimaknüller. Der CO2-Ausstoß der Stadtbahn konnte seit 1990 mehr als halbiert werden. Die elektrische Energie beziehen sie mittels Dachstromabnehmern aus den Solarstromanlagen. So befindet sich auf dem Dach des Betriebshofes in Leinhausen die größte Photovoltaikanlage Hannovers. Es werden nicht nur erneuerbare Energien genutzt, sondern auch Energie durch die Verkehrsmittel selbst produziert, aus umgewandelter Bremsenergie der Stadtbahn. Dann haben wir auch einiges getan, dass der Wirkungsgrad beim Bremsen, also wir schalten unsere Motoren als Generatoren zum Abbremsen und der Strom, der geht ins Netz. Und da haben wir einiges bei uns im Netz gemacht, dass man auch immer einen Aufnehmer hat, der die Energie aufnehmen kann. Wenn keiner da ist, der die Energie aufnehmen kann, dann verpufft die oben auf den Landwiderständen. Das ist natürlich schlecht. Und da haben wir in den letzten Jahren einiges gemacht am Netz und auch an den Fahrzeugen, dass wir da erhebliche Verbesserungen gehabt haben. Die älteren grünen Modelle der Stadtbahnwagen aus dem Baujahr 1974 erreichen einen Rückspeisegrad von bis zu 30%. Das ist der Quotient aus der zurückgespeisten Energie und der, die aufgenommen werden muss. Die Technik bei den neueren silbernen TW 2000 hingegen ist wesentlich effizienter. Hier beträgt der Rückspeisegrad über 50%. Energie, die ins Netz zurückgespeist wird, damit sie von anderen Zügen genutzt werden kann. Mit einem Motor kann man etwas antreiben oder auch ähnlich wie einem Kraftwerk etwas abbremsen. Und wir schalten dann einfach die Elektronik im Fahrzeug so um, dass wir bei der Betriebsbremse den Motor als Bremse benutzen. Und dabei entsteht ja Energie. Das können Sie sich vorstellen wie ein Kraftwerk. Im Fahrzeug ist Energie, also der Physiker sagt oder der Ingenieur, kinetische Energie. Und die wandle ich dann wieder in elektrische um. Ein relativ einfacher Vorgang. Und dabei passiert es dann so, dass der Strom zurückgeht in die Oberleitung und dort im Netz hier verteilt wird. So können die Fahrgäste mit gutem Gewissen die Stadtbahn der Üstra nutzen. Doch nicht nur die Stadtbahnen verfügen über eine umweltfreundliche Energieversorgung, sondern auch die Stadtbusse sollen verbessert werden. Seit Juli 2008 wird in Hannover ein Hybridbus vom Typ Solaris Urbino 18 getestet und derzeit auf der Linie 123 eingesetzt. Dabei überzeugt der 250 PS starke Bus vor allem mit seiner Umweltfreundlichkeit. Da die Elektro- und Dieselmotoren den Bus gleichzeitig antreiben, muss der Dieselmotor nicht auf voller Leistung laufen. Ja, der Hybridbus lebt einfach davon, sehr oft zu bremsen und in geringen Geschwindigkeiten zu fahren, weil da habe ich sehr viel Energie, die ich zurückgewinne. Das heißt, sehr viel Kraftstoffeinsparung. Und ich muss um die Mehrkosten auch reinzukriegen und das System effektiv zu betreiben, wirklich viel einsparen. Und das ist das, was die 121 halt bringen. Je weiter man in den Außenstoppbereich geht, je höher die Durchschnittsgeschwindigkeiten werden, je weiter die Haltestellenabstände werden, desto schlechter rechnet sich dieses System. Zum Beispiel für den Überlandbus würde es sich gar nicht rechnen. Wir haben es mal einen Versuch gefahren. Wir haben da lediglich Einsparungen von 5%. In der Innenstadt können der CO2-Ausstoß und damit auch der Ausstoß von Feinstaub jeweils um 20-30% reduziert werden. Auch hier wird beim Bremsen Energie erzeugt, die auf dem Busdach in einer Batterie gespeichert und den Elektromotoren wieder zur Verfügung gestellt wird. Nachdem der Hybridbus nun erfolgreich getestet wurde, denkt die Üstra über die Anschaffung weiterer Fahrzeuge nach. Und das ist das, wo das BMU jetzt auch ein Förderprogramm aufgelegt hat und wo wir uns jetzt bewerben, um halt noch 10 weitere Fahrzeuge anzuschaffen. Weil es ist einfach noch so, es sind Prototypen und die Mehrkosten könnte man als Verkehrsunternehmen so nicht direkt aufbringen, ohne es an Fahrgast weiterzugeben. Das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders, wenn wir jetzt unsere Fahrpreise erhöhen, um Hybridbusse zu fahren. Dementsprechend bewerben wir uns gerade um die Fördergelder und sind auf einem guten Weg.
Die Mehrkosten von etwa 120.000 Euro je Hybridbus gegenüber normalen Dieselbussen ist eine hohe Summe. Doch wenn die Förderung bewilligt wird, gibt es in Hannover die erste öffentliche Hybridbuslinie Deutschlands.